Das 24-Stunden-Rennen auf den Nürburgring Nordschleife steht an. Wir machen natürlich wieder eine fette Doku, aber auch Live-Vlogs von hier. Und wir fangen mal an mit dem Ort, wo ich schlafe, nämlich mit diesem Nightliner, Leute. Den hat mein Team besorgt und schaut euch den mal an, beziehungsweise gleich. Ja, wir fangen erstmal mit dem Vlog an, und zwar am Mittwoch. Felix von der Ladenprima. Was ist dahinter? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Oh mein Gott. Einen wunderschönen guten Tag, Leute, vom Nürburgring. Was ist hier los? Team Teichmann Racing hat, was haben wir hier eigentlich? Ich muss jetzt gut festhalten, ja? Ihr merkt das gut schon. Gigi! Und ich komme hin, komm rein, komm rein! Das ist einfach die geilste Strecke, die es gibt. Hopp! Leute, es ist Mittwoch am Samstag und Sonntag ist das Rennen, aber die Fans campen jetzt schon teilweise hier. Und für die, die von Anfang an da sind, haben wir natürlich Essen mitgebracht. Und wir haben Bier! Einmal auf ein erfolgreiches 24-Stunden-Rennen. Was die hier schon am Mittwoch alle aufgebaut haben, mit eigenem Feuer und eigenen Figuren. Dürft ihr mal aufgehen? Ja, ja, haben wir. Das ist so krank, Leute. Wir haben einfach ein Sofa, wir haben eine Pfeife stehen und schauen von hier aus auf den Westpunkt der Rennstrecke hier. Das ist das Bündchen und da unten verteilen wir gerade erst an die Fans, die da sind. Ey, das wird so ein krasses Rennen. Endlich wieder mit Fans dieses Jahr. Von Fans für Fans. Und es ist einfach schön, die ganze Meute hier zu sehen. Wir haben gedacht, wir machen ein paar scharfe Chili-Bällchen mit Paprika und Curry. Ah, jetzt wollte ich auch mal ein bisschen warten. Das ist so krass, Leute. Das ist hier drei Tage vor dem Rennen schon los. Ist. Jungs, mach's gut. Ciao. Ciao. Ich hab noch Fotos gemacht, jetzt ist schnell weiter. Wir können das ist der Vibe, Leute. Fahrerlager hier bei Nacht. Das Riesenrad steht da hinten schon und hier steht das Gerät. Servus. Grüß dich. Alles gut? Ah, schön. Wir haben sogar Teppich ausgelegt hier bei 24-Stunden-Rennen. Hier Luxus. 160. Das ist unsere Startnummer dieses Jahr, Leute. Die müsst ihr euch merken. Mit der wollen wir in die Top 30 reinfahren. Wir wollen natürlich Klassensieger werden. Es gibt drei andere GTX auch noch. Das sind GT4 ist auch unserer Klasse, aber die richtigen Konkurrenten da vorne und da. Also wenn du in den Nightliner reingehst, hinten die Königssuite ist für dich. An deiner Stelle würde ich die Kamera laufen lassen, während du das erste Mal reingehst. Ja, dann zeig's mir, komm mit. Komm. Das wird lustig. Okay. Also jetzt hier hinter der Box haben wir einen richtigen Nightliner dieses Jahr. Guck mal, ich dachte, wir könnten jetzt schön zusammen campen, weil jetzt habe ich einen Camper. Boah, guck, wir haben eine Doppeltür. Welcher Bus hat schon eine Doppeltür? Das ist ja mal. Ich weiß, was wir Felix geschrieben haben, dass ich die Tradition mit einem Wohnmobil zukleben behalten soll. Oh, kannst du, das ist ja, oh Gott. Dieses Mal bin ich, aber ich leider ein Wohnmobil. Also MTV Cribs, Leute. Das hier ist mein Bus. Kommt rein, ich bin zum ersten Mal selbst da. Das ist ja nice. Denn beim 24-Stunden-Rennen, ne, da hat man's, kann man zwar nicht richtig schlafen, aber zwischendurch mal zwei, drei Stunden hinlegen geht schon. Wollte schläft hier. Ja, habe ich nur meine Sachen. Ich weiß nicht warum, aber ich habe die Ehre bekommen mit einer eigenen Tür. Felix von der Ladenprima. Was ist dahinter? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will. Oh mein Gott. Junge, ich habe hier einfach eine Suite. Ich habe eine Lounge. Was ist das? Oh nein, Jungs. Ja, und auch für meine einsamen Stunden hier ist gesorgt. Perfekt. Also ich meine, es ist natürlich dein privater Bereich hier. Aber wie du so an den ganzen Utensilien feststellen kannst, wird der ein oder andere dich auch noch mal besuchen kommen. Bitte, was hab ich hier alles? Bin gut ausgestattet, dankeschön. Perfekt. Ich will nicht wissen, mit wie vielen Jahren Michael das hier entdeckt hat. Du lernst noch was in der Woche. Damit guten Morgen, Leute, vom Nürburgring. Heute geht's zum ersten Mal ins Auto. Und direkt zum Fototermin. Wir haben nämlich neue Anzüge in der Farbe von unserem Auto, von unserem Hauptsponsor. So, jetzt macht das mal wieder jemand vom Fach, ne? Komm, Laura, was sagst du zu dem heutigen Tag? Was ist das denn mit so einer Kamera in der Hand? Das ist vom Felix. Ich habe jetzt einfach die Kamera geklaut, behind the scenes.
glaubt mein Arm fällt nichts, was er sagt, glaubt nichts, was er sagt. Ja, nichts glauben. Laura ist sehr schnell. Touché. Soll ich die Kamera wieder zurückgeben? Sicher? Okay. Danke für diese Aufnahme. Aber Jungs, ihr seht fabelhaft aus. So. Und unser Auto auch. So Leute, Ruhe vor dem Sturm. Auto steht in der Box. Ganz kurz ist hier mal Stille auf der Rennstrecke, aber es ist auch gut, noch mal kurz innezuhalten, Leute. Der Motorsport ist ja auch sehr, sehr risikoreich, aber ist es nicht der einzige Job, wo es Risiken gibt, ne? Tatsächlich, die meisten Unfälle passieren entweder zu Hause oder auf der Arbeit und da kommt das Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ins Spiel. Weil egal, was ihr macht, egal, ob ihr Handwerker seid oder im Büro seid, weißt, ihr könnt auch vom Schreibtischstuhl runterfallen. Das ist jetzt kein Witz, solche Unfälle passieren halt, ne? Die meisten Unfälle passieren halt wirklich entweder zu Hause oder auf der Arbeit. Und dann stellt euch mal vor, ihr könnt den Rest eures Lebens keinen Job mehr ausüben. Da ist es wichtig, dass ihr eine gute Versicherung habt. Und wenn ihr nicht so ganz durchblickt, so wie ich auch sehr lange, dann benutzt doch einfach die App Clark. Denn die nimmt euch das alles ab. Da könnt ihr alle eure Versicherungen in nicht nur Berufsunfähigkeit. Alles kann da schön reinsortiert werden. Clark sagt euch mit ihren Experten, ob das gute Versicherungen sind, ob ihr nochmal wechseln solltet, ob es günstigere Konditionen gibt. Die machen mit euch einen Bedarfscheck und sagen euch, die Versicherung braucht ihr noch, die könntet ihr auch noch benutzen, die ist vielleicht ein bisschen überflüssig. Ganz individuell für euch, easy in der App, über den Chat könnt ihr noch anrufen. Benutze ich selbst sehr, sehr gerne, habt ihr alle meine Versicherungen. Und falls ihr noch einen Anreiz braucht, Leute, das zu benutzen, wenn ihr es noch nicht habt, unten in der Beschreibung ist ein Link. Wenn ihr euch über den anmeldet und dann drei Versicherungen hinzufügt, für jede Versicherung bekommt ihr 15-Euro-Gutschein, also bis zu 45-Euro-Gutschein bei Amazon. Einfach nur fürs Versicherungen hinzufügen. Die müssen nicht neu abgeschlossen werden, sondern einfach, was ihr schon habt. Dabei übertragt ihr euer Maklermandat an Clark. Das heißt, die kümmern sich in Zukunft um alles, was ihr da macht. Das kann man auch jederzeit aber wieder widerrufen, wenn man nicht zufrieden sein sollte. Ich bin es aber sehr, kann euch Clark nur empfehlen. Checkt den Link also in der Beschreibung aus mit allen Infos. Und ja, damit seid ihr hoffentlich alle, genau wie ich, in Zukunft sehr, sehr gut versichert. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir gleich ins Auto können. Das ist er, Leute. Das ist unser Auto. Yves sitzt drin. Qualified ist angesagt. Jetzt kommen die besten Reifen, die wir haben, drauf. Vorgewärmt hinten im Zelt. Angenehme Temperatur. Alte Reifen runter. Die hier drauf. Und damit musste Yves jetzt die schnellste Zeit für uns fahren. Aber jetzt die Strecke noch frei. Jetzt können sie Yves wirklich weit setzen, mit dem wir am Samstag dann von der hoffentlich ersten Startposition in der zweiten Startgruppe ins Rennen geht. So, jetzt fertig machen, Leute. Denn es ist Nacht-Quali-Zeit. Jetzt ist es richtig dunkel draußen. Ich fahre raus und ich muss wirklich Erfahrung sammeln, weil letztes Jahr, da konnte ich ja nicht richtig im Dunkeln fahren, weil im Rennen wurde abgebrochen wegen Nebel. Also jede Sekunde Erfahrung da zählt extrem für mich. Und dementsprechend Helm auf und rein ins Auto. Und direkt die Lichthupe auf dem Lenkrad drücken, Leute, denn den BMW da vorne, ey, geh aufs Weg, wir müssen vorbei hier, wir wollen eine schöne Zeit nochmal fahren. Oh, ganz blöde Stelle, ich bin richtig aufgeregt im Auto, aber gut, das gehört dazu. Wichtig ist sicher vorbeizukommen, ohne irgendwo noch eine Berührung zu machen. Es ist immer noch nur Qualifying und vor allem Training, denn eine richtig gute Zeit hat der Yves hier schon für uns gefahren. Damit sind wir Platz 33 insgesamt von 138 Autos jetzt, glaube ich, insgesamt. Und wir sind P1 in der Klasse, das ist noch wichtiger, ein anderes Auto, was vor uns in der Klasse ist, ein anderes GTX auch von Teichmann Racing fährt hier direkt vor uns und den habe ich jetzt vor der Nase. Den will ich natürlich überholen. Um die Position wird es dann auch im Rennen wahrscheinlich gehen. Ja, also hier an solchen BMWs, da fliegen wir einfach vorbei. Ist jetzt Zufall, dass da zwei BMWs waren, aber es waren halt BMWs. Das ist noch einer. Die haben eine eigene Klasse hier, die auch sehr hart umkämpft ist. Die fahren alle am Limit, geiles Racing, aber die sind halt langsamer als unser Auto. Deswegen fliegen wir da vorbei und das gehört zum Racing auf der Nordschleife dazu, dass du halt im Verkehr keine große Zeit verlierst. Sowohl wenn du überholst, als auch wenn du selbst überrundet wirst. Ne? Die GT3 sind ja im Normalfall ein bisschen schneller. Aber mit der P33, die wir gehabt haben, oder die wir innehaben, haben wir sogar ein paar GT3s momentan geschlagen und alle GT3 Cup Porsche. Also das ist echt eine Mega-Platzierung. Also bestes Nicht-GT3 oder SPX-Auto sind wir. Und ich möchte jetzt persönlich natürlich hier vorne vorbeigehen an unserem direkten Konkurrenten, der orangene GTX. Hier beim grünen, orangenen und wir eben im schönen pinken. Das ist das Brötchen. Hier standen wir gestern mit dem Foodtruck. Und ihr seht, ich schließe immer weiter auf nach vorne. Und will natürlich jetzt hier möglichst gleich mal zum Überholen ansetzen. Keine Ahnung, wer im Auto ist, aber vor uns auf jeden Fall, die Sonne geht langsam unter. Und jetzt hier, pass auf, direkt Lichthupe nochmal. Junge, ich will durch. Aber da möchte natürlich der Fahrer auch seine eigene Runde schön schnell fahren. Und lässt mich nicht vorbei. Wir springen beide links, die ganzen Zuschauer. Es ist wirklich der Wahnsinn, wenn du hier durchfährst. Jetzt ist ja gar noch nicht richtig dunkel, ne? Es wird ja noch richtig dunkel. Da ist noch meine Aufnahme richtig schlecht. Ihr seht sie gleich ein bisschen was davon, aber es ist halt viel zu dunkel gewesen. Da muss man mal was ändern. Das ist jetzt so die Stelle, wo es noch geht, so vom Sonnenuntergangsniveau her. Aber noch bin ich nicht vorbeigekommen. Also noch jetzt irgendwie geduldig bleiben. Ich kann es auch nicht erzwingen. Und gerade beim Teamkollegen und im Qualifying, wo ich weiß, es geht jetzt nicht darum, hier unsere Position gerade wirklich noch großartig zu verbessern. Und dann lieber dahinter bleiben, hier gleich eine schöne Gelegenheit suchen und jetzt vielleicht einfach mal die Linie ein bisschen anders auswählen. Wir gehen jetzt nämlich zum
kleinen Karussell. Also außen, früher innen rein, voll raus beschleunigen. Jetzt haben wir die Innenbahn, jetzt können wir vorbei. Und jetzt werden wir auch ordentlich durchlassen. Da bin ich gefightet, das macht doch gar keinen Sinn im Qualifying. Also damit haben wir jetzt hier wieder freie Fahrt. Und für mich war das tatsächlich hier die allererste Runde an diesem Wochenende. Die allererste Runde. Es ist schon, glaube ich, ein Monat her, dass ich gefahren bin auf der Nürburgring-Nordschleife. Und ihr seht auch schon, weil das Logo hier oben von Autosport leuchtet. Es ist viel dunkler, als das Bild eigentlich gerade aussieht. Also rechts, jetzt seht ihr so ein bisschen die Sonnenstrahlen, die hier reinkommen ins Auto. Das ist schon eine besondere Situation, hier so in der Abenddämmerung und Morgendämmerung wahrscheinlich ähnlich. Wenn die Sonne so tief steht, wenn ihr auf der Autobahn Auto fährt, kennt ihr es vielleicht. So manchmal, wenn die Sonne so richtig krass tief steht, das ist schon gefährlich, weil man dann nicht mehr so richtig gut sehen kann da vorne. Also gerade den Kurvenscheitelpunkt. Und wenn wir hier mit 270 Grad hier hochballern, Richtung Ende der Döttinger Höhe und jetzt hier, wenn es runtergeht, können wir auf Richtung 280 km/h fast in der Senke. Das, ne, da muss schon alles stimmen. Hier ist gerade ein bisschen Schatten, das heißt, hier passt das. Und kommen wir jetzt auf die Startzielgerade zurück und ich kann nochmal Anschwung nehmen für eine weitere schnelle Runde. Denn wir haben noch ganz, ganz wenig Fahrzeit. Also ich habe jetzt in der ganzen Vorbereitung aus den 2-Stunden-Rennen 3 Runden gefahren. 3 Runden. Mehr nicht. 3 Runden. 2 hier so im so in der Dämmerung. Jetzt fange ich gerade die 2. an und nachher noch eine einzige im Dunkeln. Ja, aber das hier ist jetzt... Ah, Leute, das sieht so geil aus jetzt, ne, wenn die Sonne so untergeht und alles in so ein goldenes Licht getaucht wird. Ist schon fett, auch wenn es das Fahren ein bisschen schwieriger macht, kann man so ein bisschen einschätzen. Und ein bisschen, kleiner Pause, Leute, gehört dazu, aber switchen wir mal in das richtig Dunkle, denn das kommt jetzt, Leute. So sieht es komplett im Dunkeln aus, gleiche Stelle auf der Strecke, genau die gleiche Stelle ist das. Du siehst fast nichts. Also die Kamera ist auch wirklich dunkel, aber ich sag's euch ehrlich, so viel mehr ist das nicht, was du in echt siehst. Und vor allem siehst du hinten, da kommt nämlich ein schnellerer und ich bin gerade erst auf der Box rausgefahren. Das ist meine einzige Runde im Dunkeln und letztes Jahr bin ich auch nicht im richtig Dunkeln gefahren. Also so dunkel war es bei mir noch nie. Ich muss mich erst daran gewöhnen, so wie sieht das aus, so bremst man, ich lasse lieber mal vorbei, ich möchte keinen aufhalten, der versucht gerade eine schnelle Zeit zu fahren und wer ist das? Oh, das ist ja der Iron Force 911 GT3 Cup, vielleicht sogar ja Jan-Erik Slotten am Steuer, keine Ahnung. Der fährt jetzt hier erstmal vor uns und ja, wie gesagt, meine allererste Runde im wirklich Dunkeln. Je nachdem, wer da vorne fährt, die haben natürlich viel Erfahrung damit. Ich erstmal vollst dran gewöhnen, ja? Hinten rechts sieht man auch das Riesenrad. Also sehr, sehr nice sieht das alles aus. Nur leider auch unter der Kamera sieht man nicht viel. Das werde ich noch verbessern bis zum Rennen. Da werdet ihr auch geile Nacht-Action sehen und für die Doku nehmen wir sowieso noch mal viel, viel mehr auf. Also, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber das war mein erster Eindruck. Oh, Leute, nach Qualifying. Jetzt bin ich mal echt bei Dunkelheit gefahren. Über die Nordschleife, mit den ganzen Fans am Rand. Es fühlt sich an, als ob man durch eine Kirmes durchfährt. Also, richtig, richtig fett. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Das war ein kleiner erster Vlog hier. Da kommt auch schon ein Teamkollege angefahren. Ich mache noch einen weiteren Vlog hier vom Rennstart, der kommt dann. Und natürlich die richtige Doku, die kommt dann irgendwann nach dem Rennen. Aber die kleinen Vlogs sind wir jetzt schon mal. Und wenn ihr noch mehr sehen wollt, Leute, schaut einfach bei Instagram vorbei. Da halte ich euch natürlich live up to date. Samstag 16 Uhr, da geht das Rennen los, da müsst ihr dabei sein.